Navigationsgeräte sind unsere große Leidenschaft bei Pearl TV, zumal wir merken, dass sie die gerne annehmen. Früher, da waren die kaum, ich sag mal, zu erstehen. Die waren so teuer, ich konnte sie mir nicht leisten. Das erste, was ich gesehen hatte, war 700 Euro oder sowas. Und das habe ich natürlich nicht gekauft. Ich habe gewartet, bis es dann etwas anderes gab. Da habe ich dann 400 Euro gezahlt. Und trotzdem bin ich in die eine oder andere Falle gefahren, denn die waren damals noch nicht so gut. Damals, das sind vielleicht 5 oder 10 Jahre her, mittlerweile hat sich das alles geändert. Und wir haben für Sie ein Spitzenprodukt, ein Spitzennavigationsgerät. Vor allem, wenn Sie Camper sind oder eben so einen Bus haben, mit dem Sie gerne unterwegs sind in ganz Europa oder aber auch, wo sie wollen. Okay? Und der Kai, meine Damen und Herren, ist ebenfalls begeistert von diesem Gerät, sonst hätte er es kaum mitgebracht. Genau, so ist es. Also, was ich Ihnen rausgesucht habe für diese Sendung, ist wirklich, wie es Walter schon gesagt hat, ein 6,2 Zoll großes Navigationssystem. Warum so groß? Weil wir es Ihnen speziell als Camper-Version anbieten. Und wenn Sie heute mit dem Campingwagen, mit dem Campingbus oder auch letztendlich mit dem Camping-Caravan unterwegs sind, dann haben Sie ja letztendlich irgendwo Platz im Cockpit. Und ganz wichtig ist heute, hier sehen wir es gerade schon laufen, dass ich wirklich eine übersichtliche Kartendarstellung habe. Und bei unserem Navgear ist es jetzt so bei dem GTX 62, dass wir erstens mal eine 3D-Darstellung haben und zweitens das ganz Tolle, dass dieses Navigationssystem über 20.000 Campingplätze in West- und Osteuropa kennt. Das ist schon eine ganze Menge, mein lieber Freund. Ja. Ja. Das bedeutet also, wenn ich heute handelsüblich eine Strecke zugeschnitten haben will oder es soll einfach schnell gehen, dass ich irgendwo hinkomme, dann habe ich hier erstens mal schon die ganzen Campingplätze drauf. Das heißt, ich werde ratzefatze ganz schnell dahin geführt, wo ich hin will, auch wenn sie Stau haben. Und das Zweite ist, dass wir noch über 200.000 Points of Interest mit da drin haben in der Software, was also bedeutet, wenn Sie jetzt irgendwo mal tanken, Sie brauchen Wechselgeld, sonst irgendwas, das ist komplett auf dem Handy auch schon, auf dem Handy, sage ich, auf dem Navigationssystem auch alles komplett schon vorinstalliert. Und das ist eine tolle Sache. Sie wissen, bei uns immer preistechnisch sind wir eine Sensation. Ich kann Sie auch beruhigen, Navgear ist einer der bekanntesten Navigationshersteller in Deutschland. Wir sind ähnlich groß wie die anderen auch, aber wir bieten eben dadurch, dass wir direkt beim Hersteller einkaufen, das also unser Eigenprodukt ist, können wir Ihnen natürlich die Marge weitergeben. Sie sehen es jetzt gerade hier am Laufen, 6,2 Online-Navi mit mobilem Internetzugang über Ihr Bluetooth-Handy. Und das ist auch ganz wichtig. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwas suche, einen Point of Interest oder ich möchte was googeln, kann ich letztendlich mein Navigationsgerät hier mit einbinden in mein Handy, in die Möglichkeit, ins Internet zu gehen und kann mir da verschiedene Dinge auch runterziehen, die ich für meine Navigation oder zum Beispiel meine Urlaubsplanung auch brauche. Das ist überhaupt kein Problem. Und das alles eben auf einem richtig schönen großen 6,2 Zoll Display, was Ihnen die Möglichkeit gibt, wirklich ganz entspannt zu fahren in den Urlaub und trotzdem die absolut richtige Übersicht zu haben. Wir, das heißt der Kai und ich und auch unsere Damen, das wissen wir schon, Anne-Kathrin und Jana, wir haben die Möglichkeit gehabt, das zu testen. Der Chef hat gesagt, nehmt es mal in euer Auto, auch wenn ihr vielleicht schon eins drin habt, probiert es einfach mal aus. Und ich bin ja da jemand, meine Damen und Herren, ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste. Ich weiß, ich kokettiere wieder mal, aber es ist so, dass ich damit wirklich wunderbar klarkam. Und vor allen Dingen ist es klar und deutlich, man hört einfach was. Es gibt so viele Navigationsgeräte, die sind schon eingebaut in gewissen Marken. Da wird dann gelispelt, fahren Sie die nächste links und du hast alles. Ne? Und dann ist es so leise, als wenn der noch irgendwie einen Waschlappen im Mund hätte. So klingt das dann, ne, zum Beispiel. Und sowas haben wir alles. Hier ist die Sprache sehr, sehr klar und man kann sie natürlich auch laut und leise regeln. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Für mich ist das wichtig, meine Damen und Herren, denn ich war ja lange tätig in der Musik. Das heißt also, ich habe lange sehr laut Musik gehört, auch Konzerte habe ich natürlich immer vorne an den Boxen gestanden. Und irgendwann merkt man das und dann hört man nicht mehr ganz alle Töne. Und deshalb brauche ich ein Navigationssystem, was für mich klar und deutlich ist. Ich habe es, wie gesagt, ausprobiert. Es hat mich nicht in Fallen gelockt. Es hat mich überall dahin gebracht, wo ich hin wollte. Und vor allen Dingen, das Straßensystem ist immer da. Kartenupdate über PC ist hier natürlich möglich, meine Damen und Herren. Wenn Sie das innerhalb von 30 Tagen machen, sind Sie wirklich ganz, ganz vorne. Für mich ist dieses Gerät High-End, wenn es mal so klingt jetzt wie in einer Doku, wo eben Navis getestet wurde, meine Damen und Herren, dann kann ich Ihnen nur sagen, für mich ist dieses Gerät High-End und das Allerbeste. Ja, ich will aber dem Kai hier nicht alles wegnehmen. Ich wollte jetzt nur mal ein bisschen, angeben, wie toll dieses Gerät ist. Wirklich gut. Ich war ja skeptisch, weil es so billig ist, aber Sie zahlen keine Versandkosten. Tatsache, das kommt noch dazu. Also wir haben hier mit Navgear natürlich jetzt über Jahre schon wirklich Erfahrung im Navigationsbau und Sie bekommen hier wirklich ein absolut ausgereiftes Gerät mit 6,2 Zoll Display. Die Menüführung ist völlig selbsterklärend. Also es gibt natürlich auch andere Hersteller, die einfache Dinge haben, aber was ich eben hier faszinierend finde bei unserem Navi, dass die
3D-Kartendarstellung. Das bedeutet also, liebe Zuschauer, wenn Sie heute durch einen Ort fahren, Sie fahren durch eine Großstadt und wir haben hier einige Großstädte komplett vorher schon drauf gespeichert. Ja, da zeigen wir es mal. Dann ist es so, jetzt schauen Sie mal, da sehen Sie richtig schön im Film überall, wie sich 3D-mäßig die ganzen Gebäude aufbauen. Das heißt, dass jetzt also wirklich auch Gebäude fast schon live erkennbar sind und dadurch die Orientierung für Sie natürlich noch viel einfacher wird. Paris zum Beispiel mit seinen ganzen Kreisverkehren. Sieht so nach Frankreich aus, ja, ne? Das ist Paris mit seinen ganzen Kreisverkehren, da kann man ja wahnsinnig werden. Und da habe ich eben den Riesenvorteil, dass ich letztendlich wirklich hier sehen kann, wo bin ich unterwegs, wo stehe ich genau, weil man, wenn Sie sich heute in der Stadt nicht auskennen, Sie wollen irgendwo mal abbiegen und Sie biegen eine falsche Straße ab, dann kennen Sie das ja. Nochmal ums Rondell, nochmal ums Rondell, nochmal ums Rondell. Und hier ist eben der Vorteil, durch die 3D-Kartendarstellung sind Sie definitiv immer da, wo Sie hinwollen. Und es ist natürlich auch so, dass bei den Großstädten, solche Dinge wie in Berlin zum Beispiel, jetzt Bundestag, alles ist komplett natürlich so animiert, dass ich es auch gleich sehe. Das heißt, ich habe eine wesentlich bessere Orientierung als beim ganz klassischen 2D-Navigationssystem. Mhm. Weil da werden ja bloß die Karten gezeigt und beim 3D weiß ich eben, ah, gucke mal, da kommt vorne jetzt irgendwie Bundestag oder dann jetzt der Eiffelturm und ich kann mich wesentlich besser orientieren. Weil in 3D-Darstellung ist es so, dass Sie sich natürlich auch über die Häuser hinweg, weil es ist immer so leicht so eine schräge Ansicht auf die Karte drauf, sehen Sie zum Beispiel, dass hinter den nächsten Häuserblocks dann irgendwann der Eiffelturm dann irgendwann mal auftauchen muss oder nicht. Und das macht natürlich die Navigation heute um wesentliche Dinge einfacher als früher. Ja. Warum soll man kaufen bei Pearl TV? Weil unsere Geräte mehr können, meine Damen und Herren, wie auch dieses Navigationsgerät. Er sprach gerade von 3D. Mir fällt dabei ein, wie hoch sind die Gebäude. Wenn Sie also in Berlin unterwegs sind und haben das Gerät an und fahren unter das Brandenburger Tor durch, dann wissen Sie genau, wie hoch das ist. Das sagt er Ihnen nämlich. Ganz auch genau. Brückenhöhen und so. Wenn Sie jetzt einen Campingwagen haben, der ein bisschen höher ist oder noch eine Annette drauf, ne, dann ist das ja so, dass man manchmal das Gefühl hat, oh, unter die Brücke komme ich da durch und so. Und er zeigt Ihnen, wie gesagt, auch die Brückenhöhen an. Nicht nur Tankstellen, Campingplätze, Supermärkte. Das Tolle ist, und das kennen Sie, wenn Sie im Urlaub unterwegs sind und Sie wollen einen Pass fahren, da gibt es sogenannte Breiten, Maximalbreiten, mit denen ich mit einem Campingfahrzeug durchfahren kann, dann könnte es Ihnen schon mal passieren, dass Sie 40, 50 Kilometer die Serpentinen hochkreisen und sagen, hurra, wir sind gleich über den Berg, bildlich gesprochen. Und dann steht da urplötzlich Information, die sagt, Durchfahrtsbreite so und so viel. Und wenn Sie dann auf Ihrem Navigationssystem nachgucken können, können Sie sagen, ah, okay, 2,60 Meter Durchfahrtsbreite, wir sind mit dem Wohnmobil 2,25 Meter, da passen wir noch durch. Oder eben Durchfahrtshöhe, wie Walter das gerade gesagt hat, dann ist das natürlich für einen Camper oder jemand, der heute mit einem etwas größeren LKW oder eben Bus unterwegs ist, eine ganz tolle Sache, weil ich hier genau weiß, wo komme ich durch, wo darf ich durch, welche Straßen sind für mich möglich. Und da plant er übrigens auch die ganze Tour schon so, dass er, wenn Sie individuell jetzt in Ihrem Navigationssystem, wenn Sie es das dann kaufen, eingeben, mein Auto ist so groß, so breit, so hoch, so lang, dann baut er das komplett in die Routenplanung bei Ihnen mit ein. Das bedeutet also, Sie können sich darauf verlassen, dass Sie nie irgendwo mal mit Ihrem Campingwagen zwischen zwei Steinen hängen bleiben, sondern Sie werden immer die Route kriegen, wo Sie entspannt dann an Ihren Urlaubsort kommen. Ganz toll. Ja, und Zubehör ist natürlich auch dabei, natürlich, meine Damen und Herren. Ich habe da mal was vorbereitet für dich, ne? Wenn du mal auf die Zuschauer aufpasst so lange. Ja, also ich passe jetzt mal auf. Da. Sind Sie auch mal alle da? Sind Sie? Sie da hinten auch? Ja. Nee, warte, bleiben Sie dran. Sie auch. Moment, Moment. So, Walter ist wieder da. Jetzt geht's weiter. Mit einem Saugfuß. Ganz nicht genau. Nicht Saufuß, sondern Saugfuß. Und ich habe mich immer geärgert bei gewissen Navigationsgeräten. Ich meine, es ist ja immer ein Saugfuß dabei, aber macht's plopp, einmal ein Schlagloch, zack, fällt das Ding runter. Hier ist wirklich richtig fest. Da kannst du dich fast dranhängen. Ne? Ja, den gebe ich dir jetzt schon mal. Richtig ordentlicher Silikonstopfen hier hinten. Wir haben auch, das sieht man jetzt schön im Bild, hier wirklich noch eine Schutzfolie drüber, weil wir eben sagen, wenn das jetzt frisch auf Ihre Autoscheibe kommt, dann soll das Silikon eben noch ganz natürlich und unangefasst sein. Jetzt sieht man hier schön die Folie drauf, das ziehen Sie ab. Mhm. Viele Hersteller packen einfach ihre Saugnäpfe ohne Schutz mit in den Karton und die, wenn die Dinger verstauben, dann müssen sie erst wieder nass machen und, dann haben das sie abgebaut. Das ist eine Saugnerei, das ist eine Riesensaugnerei. Ja. Und insofern ist es so, dass wir hier eben auch an so Kleinigkeiten denken. Das sehen Sie eben zu Hause, wenn Sie alles auspacken. Also Saugnapf zum Befestigen an der Fensterscheibe vorne natürlich, ganz klar. Mhm. Das wichtigste Detail überhaupt in meinem Navi, genau in das Sichtfenster zu kriegen, wo ich es hinhaben will. Jawohl. Nummer eins. Dann gibt es eine CD dazu. Ganz genau. Und zwar ist das letztendlich hier die Sicherungs- und Dokumentations-CD, mit der Sie alle Dinge, die Sie planen und machen wollen, immer wieder über den PC synchronisieren können. Das heißt, wenn Sie Ihr Navigationsgerät an den PC dranpacken, könnten Sie zum Beispiel wirklich komplette Routen mit dem auch planen. Und hier habe ich eben die Sicherungs- und Dokumentations-CD, dass mir nichts passieren kann auf dem PC, weil ich alle Daten, die ich schon mal benutzt habe, als sogenanntes Backup auf meinem PC auch absichern kann. Ganz tolle Sache.
Inklusive. Unser Grundgerät besteht aus Westeuropa, meine Damen und Herren. Sie können aber auch Europa ganz haben. Ne? West- und Osteuropa, genau so ist es. Das blenden wir Ihnen auch ein. Mhm. Wenn Sie jetzt jemand sind, der viel unterwegs ist, der ganz Europa angucken will, nehmen Sie sich natürlich die große Variante, weil Sie dann alles drauf haben. Wer wirklich nur in Westeuropa unterwegs sind, das ist auch eine ganze Menge Länder, die man da erstmal fahren muss. Yes. Dann können Sie das natürlich jeden, je nach Ihrem Gusto. Wobei ich sagen muss, die Vollversion ist nicht so großartig viel teurer als die kleine. Würde dann sollten Sie eigentlich das Komplette nehmen. Das wäre eigentlich kann ja mal sein, dass man unterwegs ist nach Spanien oder nach Italien. Und da ist es natürlich Gold wert. Absolut. Dann hier ganz kurz drei Kabel. Das ganz ist einmal wichtig. Netz. Wir haben letztendlich unser Netzkabel, was wir brauchen. Ja. Dann haben wir hier 3,5er Klinker auf Video. Das bedeutet, wenn wir letztendlich jetzt, also letztendlich stimmt eigentlich, ich sage das ständig. Ne? Liebe Grüße nach Berlin übrigens. Tatsache ist, wir haben hier ein sogenanntes Videokabel, was ich an den Monitor anschließen kann, um das eben zu übertragen. Mhm. Und wir haben hier natürlich noch, was wir ganz dringend brauchen, USB auf Mini-USB, um unsere Daten hin und her zu senden vom PC zum Navigationssystem und auch wieder zurück. Gott, dann brauchen wir natürlich noch jemanden zum Aufladen. Ganz wichtig. Im Auto. Genau. Einfach in den Zigarettenanzünder. In den Zigarettenanzünder. Ja. Und dann haben wir aber an unserem Zigarettenanzünder hier noch die Antenne für TMC für den Stau mit drin. Und das ist eben auch sehr schön, weil ich eben über TMC sofort auch meine neuen Routen geplant kriege. So, jede Menge Zubehör bringe ich wieder weg und wir gucken uns einen Film an. Genau, wir gucken uns mal einen Film an und da zeigen wir Ihnen jetzt mal, wie kinderleicht die Bedienung unserer Navigationssysteme ist. Mhm. Das ist nämlich auch noch ein Riesenvorteil. Gucke mal, vier Mädelsbeine, ach die Sia und die Daya, die wollen verreisen in ihrem Campingmobil. Und parken schon ein. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Und Sie sehen schon, Navigationssystem, und das ist eben der Riesenvorteil, das sehen Sie jetzt, liebe Zuschauer, groß, übersichtlich, 6,2 Zoll, da kann man wirklich nichts verdrücken. Und jetzt geht es eben los, dass wir benutzerdefinierte Suche eingeben. Und da gucken wir doch mal, wo Sie hin. Jetzt sehen Sie also die 3D-Grafik noch mal so schön. Wo geht es denn jetzt hin? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird der Ländername eingegeben. Italien? Italien, ich habe es mir fast gedacht. Ja. Roma, was wetten wir? Ich bin jetzt gespannt, was kommt. So, habe ich recht gehabt, siehst du? Ja, komm, du hast den Film schon gesehen. Psst, was soll ich sagen? Mensch, ich wollte jetzt mal so einen Überraschungsmoment haben hier. Ja. Und jetzt kommen wir auf die ganz wichtige Einstellung. Sia geht jetzt letztendlich bei der ganzen Thematik runter und sucht jetzt eben Medizin, Parkplatz, Schifffahrt, Sport, Tankstelle, Übernachtung. Und da haben Sie jetzt die Möglichkeit zu sagen, Camping. Und jetzt zeigt zum Beispiel um Rom rum das Navigationssystem ratzefatze schnell an die ganzen Campingplätze, die es da gibt. Und das geht jetzt sofort los. Ja. Und es dauert wirklich nicht lange und das Navigationssystem läuft und funktioniert. Sie haben, und bringt gesagt, Sie haben gesehen, das Ganze in Touch. Ne? Sie brauchen also nur berühren, meine Damen und Herren, genau und dann so kommen Sie es dahin, wo Sie wollen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Gerät. Es kann mehr als andere Geräte. Es ist sehr zuverlässig. Es lässt Sie nicht im Stich. Und wie gesagt, ob Sie nun Camping machen oder das in einen normalen PKW einbauen, das ist natürlich am Ende auch wurscht. Eigentlich letztendlich egal. Letztendlich ist das ja wurscht. Letztendlich, wie du sagst, Walter, ist das wurscht. Und schön ist einfach mit 6,2 Zoll, Sie können es wirklich in jedem handelsüblichen Auto auch verwenden, aber 6,2 Zoll haben eben den Riesenvorteil, dass es sehr, sehr, sehr übersichtlich ist und dass Sie immer genau wissen, wo Sie hin müssen. Ja. Wir haben Bluetooth haben wir gesagt? Bluetooth ist mit drin, na klar, haben wir vorhin schon gesagt, in der Verbindung eben mit unserem Handy, dass wir jederzeit ins Internet können. Ja. So, jetzt könnten wir zum Beispiel nochmal zeigen. So ein bisschen nach vorne. Ja, also es kippt ein bisschen. So, jetzt haben wir es. Hier sehen Sie es jetzt, liebe Zuschauer, Suche und er zeigt sogar animiert auch schon, da, wie das wirklich mit 3D aussieht, jetzt könnte man dann sagen, Adresse suchen, dann suchen wir doch mal Adresse. Ja. So, und jetzt gebe ich mal, was gebe ich denn ein? Jetzt gebe ich doch einfach mal beim Land, gebe ich jetzt doch mal Deutschland ein. Wir sind ja immerhin in Deutschland. Okay. Wo sind wir jetzt? Schreibe ich mal über Kopf. Deutschland, da hat das doch schon. Und Sie sehen auch, es geht sehr schnell. Es gibt doch mal Cuxhaven ein. Cuxhaven, jawohl, machen wir doch. Weil da war ich immer sehr lange und viel in Urlaub. Jetzt brauchen wir noch ein U. Ja. Cuxhaven. Und schon sehen Sie, hat das. Dann drücke ich hier auf Bestätigen. Klasse. Straßenname brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Und dann machen wir mal Stadt wählen. Ja. Am Kai wäre nicht schlecht. Am Kai könnte man ja mal suchen in Cuxhaven, genau. Und jetzt sehen Sie schon, dass er aufbaut. Und wir haben natürlich schon einige Points of Interest mit drauf. Und wenn ich jetzt auf Weiter gehe, dann fängt er mir dann an, Klasse, in einer kleinen Zeit zu rechnen. Die Routenplanungsmethode jetzt in schnell verwendete Straßenarten, das können Sie alles einstellen, ob Sie fahren, ob Sie Mautstraßen fahren oder nicht. Ja. Das ist alles komplett voreinstellbar und damit können Sie eben, und das ist auch schön, wirklich zu Hause vom Computer aus Ihre komplette Urlaubstour schon mal planen, auf das Navigationssystem aufspielen und dann ganz entspannt über 6,2 Zoll wirklich in Ruhe
in den Urlaub kommen. Viele Premium-Funktionen haben wir drin. Wir haben 3D-City-Modelle. Das bedeutet also letztendlich... Hier steht POI, was heißt das? Point of Interest. Genau. Point of Interest. Das bedeutet jetzt, wenn Sie zum Beispiel ein Museum suchen, Sie suchen einen Zoo, Sie suchen was zum Essen, Sie suchen ein Hotel, ein Restaurant abends, irgendwas, das sind die ganzen Points of Interest, die vorprogrammiert sind. Mhm. Und die sind auch sehr wichtig. Und von den Großstädten, das ist ganz toll, haben wir eben die wichtigsten Dinge, die ich vorhin, oder die Gebäude auch, die ich vorhin angesprochen habe, wirklich als 3D-City-Darstellung. Das bedeutet also, ein Eiffelturm wird Ihnen dreidimensional auf Ihrem Navigationssystem erscheinen. Und die Orientierung ist natürlich wesentlich besser, weil wir sind ja sehr visuell heutzutage eingestellt in unserer jetzigen Zeit. Und wenn Sie dann wissen, der Eiffelturm müsste da irgendwo ein bisschen weiter hinten links, hinten rechts sein, ist die Orientierung 10.000 Mal besser, als wenn ich nur eine 2D-Grafik habe, die einfach nur sagt, an der nächsten Straße links, an der nächsten Straße rechts. Weil, und das ist auch ganz wichtig, das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich unterwegs bin, es gibt so viele Baustellen, es gibt so viele Straßenänderungen, die vermehren sich wo ohne Ende. Navigationssystem in kürzester Zeit überhaupt keinen Überblick mehr hat. Wir haben einen Gefahrenwarner mit drin, wir haben Text-to-Speech, wir haben eine Signpost, wir haben Speedlimits, auch das finde ich sehr gut, weil wir wirklich klipp und klar sagen können, ich darf zum Beispiel in Frankreich auf der Autobahn zwischen 110 und allerhöchstens 130 fahren, ich darf da auf der Landstraße nur 90 fahren. Wenn man jetzt aber so im Urlaubsfeeling drin ist, man kommt gerade so schön aus oder entspannt sich auf dem Weg in den Urlaub und fährt aus Deutschland raus und wird plötzlich auf der Landstraße geblitzt, weil man eben nur noch 90 fahren darf und nicht 100 fahren darf, kann Ihnen gar nichts passieren, weil das Navigationssystem sagt, Moment, Achtung, pass auf. Tatsache ist, hier dürfen wir nur 90 fahren, du bist in Frankreich. Bußgeldinformation ist auch mit drin, was auch ganz cool ist. Wenn die Situation kommen sollte, Sie werden geblitzt oder Sie werden zum Beispiel ohne Warnwesten, ganz wichtig, alle Menschen, die bei Ihnen im Auto mitfahren, müssen in vielen der osteuropäischen Ländern jeder eine Warnweste dabei haben. Ich weiß es, in Ungarn kostet es, wenn man ohne Warnweste erwischt wird, wenn es mit zwei Leuten im Auto und nur eine Warnweste, kostet das 280 Euro, weil die Warnweste nicht mit dabei ist. Das ist Pflicht in Ungarn. Und all diese Dinge können Sie letztendlich hier über das Navigationssystem auch sehen. Alles die Inhalte, die wir hier drin haben. Aber natürlich noch mit dem Riesenvorteil Camping-Durchfahrtshöhen, Durchfahrtsbreiten, Campingplätze, Planung in diese Richtung. Ganz tolle Sache. Ja, ich habe noch einen Tipp für die, die nach Frankreich fahren wollen. Frankreich ist ein sehr schönes Land, vor allen Dingen, wenn man einfach mal eine Durchfahrt macht von Nord nach Süd oder eben am Atlantik vorbei, runter nach Südfrankreich. Das ist alles sehr, sehr schön, meine Damen und Herren. Dass Sie Maut zahlen müssen auf der Autobahn, wissen Sie. Was Sie aber vielleicht noch nicht wissen, ab sofort ist in Frankreich Vorschrift, einen Alkoholtest dabei zu haben. Wenn Sie ihn nicht dabei haben, kann Sie das teuer zu stehen kommen. Ja. Und da würde ich mich an Ihrer Stelle einfach mal beim ADAC oder im Internet schlau machen, wo Sie den kriegen. Im Moment sind die in Frankreich ausverkauft. Ne? Diese Alkoholtests sehen aus wie ein Kugelschreiber, so ein Ding ist das. Und das müssen Sie dabei haben, wenn Sie in Frankreich unterwegs sind. Die gibt es bei uns zu kaufen, höre ich gerade. Gut. Und noch ein Tipp von mir, der für Sie sehr, sehr wichtig ist, meine Damen und Herren. Ich bin in Frankreich gewesen und das ist bei uns nicht weit weg. In 40 Minuten sind Sie hier schon in der nächsten, ich sag mal, mittelgroßen Stadt. Und da hat mich dann ein Auto überholt mit Flicks drin, ne? Also gleich so und mich angehalten. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts getrunken, ist alles wunderbar. Und dann sagt er zu mir, er hat nicht Deutsch mit mir gesprochen, aber ich kann das dann schon verstehen. Ich habe ja 3 Jahre in Luxemburg gewohnt, da spricht man auch Französisch. Und es ging einfach darum, ich bin bei Gelb über die Ampel gefahren und das ist in Frankreich verboten. Da zahlen Sie sofort eine Strafe. Ich habe 22 Euro zahlen müssen. Bei Orange bin ich rübergefahren, hat er mir im Katalog gezeigt und so. Deshalb passen Sie auf, fahren Sie nicht bei Gelb über die Ampel in Frankreich. Das soweit meine Tipps. Ja. Und damit hast du auch völlig recht, weil Urlaub kann auch teuer werden, wenn ich nicht weiß, wo es lang gehen soll. Also, wir haben hier einen TNC-Receiver integriert. Das bedeutet also, das wissen Sie auch, liebe Zuschauer, dass alle Verkehrsinformationen immer aktualisiert werden im Hintergrund. Das bedeutet also, Sie stehen in einem Stau, stehen vielleicht schon drin oder kommen auf einen Stau. Wenn Sie Glück haben, kommen Sie erst auf den Stau und dann sagt Ihnen das Gerät, Moment, pass mal auf, bitte umfahren da und da, damit ich gar nicht in den Stau reinkomme. Oder Sie stehen eben im Stau und es kommt dann eine Information oder eine Option, die Ihnen sagt, jetzt nächste Ausfahrt raus, die und die Umgehungsstraße, dann kommt man wieder hin. Und wir haben sogar einen FM-Transmitter im Gerät integriert, was also bedeutet, dass die Sprachausgabe nicht nur über das Navigationsgerät kommt, sondern über das handelsübliche Radio, was Sie bei sich im Auto haben. Mhm. MP3-Musik im Autoradio ist natürlich damit auch möglich. Und ich finde es einfach toll, weil wir hier einen Media-Player für Musik, Video, Fotos und E-Books auch integriert haben. Das heißt, Sie könnten eigentlich auch Ihre Urlaubsfotos, die Sie auf einer SD-Karte haben, hier drauf überspielen und anbieten.
angucken. Die Anschlüsse an diesem Gerät. Wir haben einen AV-Eingang mit 2,5er Klinke. Das war der, den ich vorhin gezeigt habe mit dem gelben Stecker, den Walter in der Hand hatte. Wir haben natürlich eine USB 2.0 Schnittstelle, die wichtig ist zum Laden für die Datenaustausch zwischen PC und Kamera. Wir haben natürlich einen Kopfhörerausgang und den Micro-SD-Slot. Und unser Lithium-Ionen-Akku hat 150 Minuten Laufzeit gesetzt. Den Fall, das sollte mal sein, dass Sie das Gerät, und da komme ich jetzt gleich noch zu, das ist nämlich sehr interessant. Jetzt zeige ich als allererstes mal kurz, jetzt muss ich jetzt mal das Gerät runternehmen. Dann muss ich fester rausklicken. Ja, genau. Ja. So. Jetzt ist es draußen. Und das ganze Gerät, und das zeigen wir Ihnen jetzt mal auf der Seite hier, hat natürlich, ich möchte den SD-Karten-Slot noch mal kurz zeigen. Erstens mal also hier unsere USB-Schnittstelle, unser Anschluss, den wir natürlich dringend benötigen. Dann haben wir, das ist auch schön beschrieben, den AV-In hier unten. Das ist das, wo ich dementsprechend jetzt Daten auf unser Navigationssystem eben für Videos, Fotos auch übernehmen kann. Hier haben wir unseren Micro-SD-Karten-Slot, wo Sie dann letztendlich Ihre Speicherkarte reintun. Und hier nochmal den Kopfhöreranschluss. Ganz tolle Sache. Was Sie natürlich mit unserem Handy auch machen können, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig und auch interessant. Navigationssystem. Was habe ich jetzt gesagt? Handy. Handy. Ist ja wurscht. Ja, also, liebe Zuschauer, ich rufe Sie jetzt mal an. Wenn Sie jetzt doch mal in einer Stadt unterwegs sein sollten und sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie haben mit dem Navigationssystem hier auch die Möglichkeit, sich Fußgängerrouten einzuplanen. Was also bedeutet, wenn Sie eine Stadtführung machen wollen, wandern oder so, dann nehmen Sie sich das Navigationssystem. Sie haben ja die Points of Interest mit drin. Das heißt also auch Museen, Sehenswürdigkeiten, Bauwerke, die können Sie alle mit einprogrammieren. Dann nehmen Sie sich das Handy mit und er wird Ihnen auf Fußgängervariation dementsprechend dann Ihren Weg erklären, wo es lang gehen soll. Und das finde ich eben auch toll, weil ich hier ein Navigationssystem habe, mit dem ich wirklich eigentlich auch Sightseeing machen kann. Sie kriegen es auch frisch nach Hause, das ist wichtig. So denn ist es gibt Firmen, da lagern die ein paar Monate oder sogar Jahre, meine Damen und Herren. Und dann könnte es sein, dass sie nicht up to date sind. Hier haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, übers Internet in 30 Tagen, da sollten Sie darauf achten, dass nicht länger als 4 Wochen vergehen, abzudaten, damit Sie mit der Karte ganz, ganz vorne sind und auch wirklich jeden Kreisel, es ist ja im Moment modern in Deutschland, überall Kreisel zu machen und da entstehen plötzlich welche, die gar nicht auf dem Navigerät sind. Ne? Also ich habe das schon alles erlebt, aber da haben Sie dann alles neu und alles wunderbar drauf und das kostenlos. Es gibt nämlich Firmen, die verkaufen Navigationsgeräte, da kostet das was, wenn man die updaten will. Stimmt's? Mhm. Genau so ist es. Wir haben die Points of Interest, Base Premium ist bei uns mit Blitzer und Sicherheit im Wert von 24,85 Euro hier komplett enthalten in dem Paket, was Sie nach Hause bekommen. Mhm. Die Karten sind auf der Micro ST drauf. Die Kfz-Halterung, die 2 Netzteile, AV auf Video-Chinch-Kabel und USB-Kabel sind auch inklusive. Das heißt, es ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Und schön ist einfach, dass ich hier mit der 3D-Ansicht wirklich tolle Übersicht kriege über eine Stadt, in der ich mich nicht auskenne und mich viel besser zurechtfinde als mit normalen Handys. Und das ist der ausschlaggebende Grund, warum 3D heute kommt. Und wir haben sogar diese Google Base. Das ist also eigentlich die Möglichkeit, hier über das Navigationssystem im Handy zu googeln, ist übrigens auch kostenlos mit drin. Und ich lese auch nochmal vor, was du gerade gesagt hast. Wir haben ja immer die Fragen gehabt, wo sind Updates für das Navigationssystem und Kartenmaterial erhältlich? Das können wir Ihnen ganz einfach sagen. Sie brauchen bei uns ganz einfach bloß entweder Updates für das Navigationssystem und Kartenmaterial, sofern verfügbar, was sie aber sind, bieten wir sowohl über unseren Online-Shop unter www.pearl.de an oder über die Internetseite www.navgear.de/updates. Und da kriegen Sie alle Updates, die Sie brauchen. Wiederhol noch einmal, wenn die Leute jetzt mitschreiben. Einmal www.pearl.de, das heißt über unseren Internetshop, oder Sie gehen auf www.navgear.de/nach-vorne. Updates. Und da kriegen Sie alle Updates, die Sie benötigen. Ich hoffe, dass wir den Kunden, die uns das geschrieben haben, jetzt die Lösung geben konnten. Ja. Bin ich mir sogar sicher. Und dann dürfte jeder Aktualisierung nichts mehr im Weg stehen. Und Sie haben weiterhin, sind Sie auf dem aktuellsten Stand und haben alle aktuellen Karten, die Sie brauchen. Darf ich mal dran riechen? Aber sicher. Ja. Der riecht nach Ausverkauf. Ja. Ja. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wir haben im Moment nur noch unter 200 Stück. Ja. Da müssen Sie sich echt beeilen, denn das riecht wirklich nach Ausverkauf. Es ist absolut ein Renner bei uns und jedes Mal ist das Gerät schnell weg. Ich habe mir auch eins gesichert mittlerweile und meine Damen und Herren, wie gesagt, wir durften es auch ausprobieren und deshalb bin ich so zufrieden, dass ich es unbedingt behalten will. Behalten werden Sie es auch wollen, aber dazu müssen Sie es erstmal kriegen und deshalb rate ich Ihnen jetzt schnell ans Telefon zu gehen, nicht mehr zu warten, denn dann haben Sie noch Glück. Ich drücke Ihnen die Daumen, denn letztendlich sind Sie derjenige, der damit glücklich wird. Würde ich letztendlich auch meinen. Das ist ein kleiner Gag hier. Das ist ein Running Gag bei uns. Und jetzt warten wir auf Ihren Anruf. Super günstige Preise und beste Qualität.
Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Pearl TV, das ist der Shoppingsender Ihres Vertrauens. Rufen Sie uns an 0180 51 51 und dreimal die 2.